Hallo, du bist im Mastery-Video der binomischen Formeln gelandet. Das bedeutet, dass du schon weißt, wie man die drei binomischen Formeln anwendet. In diesem Video werde ich dir nun Aufgaben geben, die du selbstständig lösen sollst, indem du beim Video jeweils nach der Aufgabenstellung auf Pause klickst. Bist du fertig, kannst du dir den Rechenweg ansehen, indem du wieder Play klickst und somit kontrollieren, ob du auch richtig gerechnet hast. Die erste Aufgabe, die du nun selbstständig lösen sollst, ist die folgende. Klammer auf, minus 10x minus u, Klammer zu, zum Quadrat ist gleich. Nun drück auf Pause. Sehen wir uns nun an, ob du mit deiner Berechnung richtig liegst. Da hier in der Mitte ein Minus ist, benötigen wir die zweite binomische Formel. Wir markieren wieder, was unser Kreis und was unser Kästchen ist. Unser Kreis ist in dem Fall minus 10x, unser Kästchen u. Nun schreiben wir die zweite binomische Formel an und setzen unser Kreis und unser Kästchen jeweils ein. Nun muss noch richtig quadriert und multipliziert werden. Aus der Potenzrechnung weißt du, dass eine negative Zahl quadriert eine positive Zahl ergibt. Minus 10x zum Quadrat ergibt also plus 100x Quadrat. Aber warum steht hier im Ergebnis plötzlich ein Plus, obwohl wir ja die zweite binomische Formel verwenden? Die Regeln beim Multiplizieren besagen, dass zwei negative Zahlen miteinander multipliziert eine positive Zahl ergeben. Minus 2 mal minus 10x ergibt also plus 20x. Das u noch hinzu multipliziert ergibt 20ux. Am Ende steht noch u zum Quadrat. Die zweite Aufgabe, die du selber lösen sollst, ist die folgende. 3 minus 4r Quadrat in Klammer mal 3 plus 4r Quadrat in Klammer. Drücke nun auf Pause. Sehen wir mal, ob du die Aufgabe richtig gelöst hast. Weil hier zwei fast gleiche Binome miteinander multipliziert werden, welche sich nur durch ihr Rechenzeichen in der Mitte unterscheiden, wird hier die dritte binomische Formel benötigt. Wir markieren, was die Kreise sind und was die Kästchen sind. Dann schreiben wir uns die dritte binomische Formel auf. Die lautet Kreis zum Quadrat minus Kästchen zum Quadrat. Wir setzen jeweils Kreis und Kästchen ein und müssen noch richtig ausquadrieren. Aus der Potenzrechnung weißt du, dass eine Potenz so potenziert wird, indem die beiden Exponenten, also die Hochzahlen, miteinander multipliziert werden. Das Ergebnis lautet daher 9 minus 16r hoch 4. Ich habe noch eine letzte Aufgabe für dich. Diese wurde bereits bearbeitet, doch leider sind einige Stellen durch Wassertropfen unleserlich geworden. Finde du heraus, was dort gestanden hat, indem du auf Pause klickst und erst dann weiterschaust, wenn du fertig bist. Sehen wir mal, ob du richtig liegst. Der erste Wassertropfen hat die Zahl 5 verdeckt. Der zweite T. Unter dem dritten steht ein Plus. Die letzten beiden verdeckten S und T. Und hast du alle Aufgaben richtig gelöst? Toll! Dann bist du in diesem Gebiet fit für die nächste Schularbeit. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Lösen von weiteren Aufgaben.